Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das beste Medical Center hier zu bauen. Den Gang, den kennen fast alle Anelina. Durch den Gang sind hier wahrscheinlich mehrere Millionen Menschen gegangen. Die alte Ambulanz gibt es jetzt genau seit 80 Jahren. 1953 wurde sie damals erbaut und in Betrieb genommen. Wir machen die klassische Vorsorge, da haben wir über 70.000 Untersuchungen. Wir haben unsere Akutambulanz, wir haben unseren eigenen Rettungsdienst. Wir genießen ein sehr großes Vertrauen. Ich denke, jeder kann sich gut vorstellen, dass sich die medizinische Versorgung und auch die medizinische Technik seit Bestehen des Unternehmens bis heute deutlich verändert hat. Und schauen wir auf das Gebäude. Das Gebäude hat eine Technik, die nicht mehr up-to-date ist. Und mit diesem Gebäude und seinen Funktionen und den haustechnischen Anlagen können wir die heutigen Anforderungen nicht mehr erfüllen. Deswegen hat sich das Unternehmen entschieden, in Richtung Neubau zu gehen. Wir haben mit der baulichen Umsetzung für das Projekt im Februar 2021 begonnen. Wir haben eine Gebäudegröße von ungefähr 11.000 Quadratmeter. Das Ambulanzgebäude hat 6 Geschosse und ist knapp 60 Meter lang. Das Projekt Medical Center hat uns von Anfang an inspiriert, mit den Schritt zu gehen und aus der alten BASF-Ambulanz hier umzuziehen und gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Ein Umzug in dieser Größenordnung ist natürlich für eine Abteilung eine Herausforderung. Wir müssen ja im Live-Betrieb umziehen und die Leistungsfähigkeit erhalten. Die Monate vorher, die ganze Planung, die Umstellung auf neue Prozesse, wirklich hervorragend gemacht. Alle haben mitgezogen und alle freuen sich jetzt auf das neue Gebäude. Wir sind total stolz, dass wir das heute eröffnen durften hier mit dem gesamten Team, weil es wirklich tatsächlich eine wichtige Investition für den Standort Ludwigshafen ist. Wir haben hier eine einzigartige arbeitsmedizinische Betreuung und jetzt auch verbunden mit Facharztpraxen, mit einer Apotheke zusammen. Und da haben wir uns entschieden, dass wir das ganz bewusst tatsächlich außerhalb des Werkszauns machen. Und ich glaube, diese Art, das zusammenzubringen, das einmal der Außenwelt, der Stadt Ludwigshafen, den Menschen zur Verfügung zu stellen, aber auch unseren Mitarbeitern, das ist wirklich das Tolle, was wir hier gemacht haben. Das Hauptgebäude vom Medical Center wird zu ein Drittel für externe Partner vermietet und die restlichen zwei Drittel sind dann für interne Leistungen weiterhin für die BASF-Ambulanz. Was ich absolut positiv finde an dem neuen Medical Center ist, dass der Patient an einer Anlaufstelle alles bekommt, was er medizinisch braucht. Das gab es in dieser Form noch nicht. Kurze Wege für die Menschen, gute Versorgung für die Patienten. Wir werden auch das Gebäude weiterentwickeln, noch mehr Digitalisierung, noch mehr Vernetzung auch mit externen Partnern, noch mehr Vernetzung mit Praxen außerhalb. Und das soll auch eine Strahlkraft sein in die Metropolregion, auch signalisieren, dass man, wenn man zusammen das Thema Medizin neu denkt, dann auch neue Wege gehen kann und einen größeren Wert für alle schaffen kann.